Die Fragestellung ist, ob wir hier auf dem richtigen Pfad sind. Die Frage stelle ich mir ja nicht zum ersten Mal. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit uns abseits der Normalität. Wir sind Yvonne und René mit unserem Toyota Land Cruiser HZJ 79 Tembo und wir entführen euch in Afrika auf allerlei kuriose Wege abseits jeglicher Touristenpfade. Kommt mit und begleitet uns. Viel Spaß dabei, denn heute fahren wir auf abenteuerlichen Pisten mit euch durch die Eastern Highlands Richtung Nyanga. Ich habe den Eindruck, als wäre die Strecke hier noch steigerungsfähig. Es wird hier immer besser. Hallo! How are you? Fine, and you? Fine, fine. Good. But the road is not good here. Good road here. Die Fragestellung ist, ob wir hier auf dem richtigen Pfad sind. Wir haben es zweimal geprüft. Die Piste hier scheint es zu geben. Die Frage ist, wann die das letzte Mal benutzt wurde. Und ja. Ich schätze, allzu viel Verkehr geht hier nicht lang. Es ist wirklich körperlich anstrengend, über solch steinige Pisten zu fahren. Sämtliche Eingeweide werden durcheinander geschüttelt. Von den Knochen wollen wir ja gar nicht erst reden. Und die Strecke zieht sich wie Gummi in die Länge. Zum Glück öffnet sich zwischendrin immer mal die Landschaft und erhält unsere Stimmung mit traumhaften Einblicken, bevor die nächste Steilpassage wieder ansteht. Sich vorzustellen, das alles wieder retour fahren zu müssen, ist ein Grauen, denn immer haben wir noch nicht die angeblich zerstörte Brücke erreicht. Ich laufe gerade mal ein Stück vor, aber das wird ja hier immer mehr zum Dschungelpfad. Ah, hier ist ein Gatter, damit kein Vieh reinkommt. Da oben gibt es ja noch ein paar Wohnhäuser. Und die letzte Fahrspur, die ich hier sehen kann, die ist von einem Moped. Ich muss jetzt gleich mal auf die Karte gucken, wie viele Kilometer das hier so noch gehen soll. Na, müssen wir mal gucken, ob wir da unten drunter durchpassen. Der ist nämlich hier tatsächlich im Weg und wir sind hier auf der Good Road. Komm, 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 mein Turteltäubchen. Schauen wir doch mal. Ohoho, hier gibt es sogar eine Brücke, die in der Mitte etwas löchrig aussieht. Das gucken wir uns jetzt einmal kurz vorher an, bevor wir da drüber fahren. So, machen wir mal kleine Brückenbegehung und Betonbegutachtung. Wichtig ist, es gucken keine Stahlarmierungen raus, die die Reifen zerpflücken. Außer hier, da fahren wir drüber. Der hier sieht auch gut aus zum Zerpflücken. Also würde ich sagen, kriegt die Dame die Freigabe. Na, ob die Brücke eine Freigabe bei uns bekommen würde, ist doch sehr fraglich. Für hiesige Verhältnisse allerdings macht sie einen äußerst robusten Eindruck. Also nichts wie drüber. Jetzt haben wir doch einen
anstrengenden, langen Fahrtag gehabt für... 56 Kilometer. 56 sogar. Ich hätte gedacht, es wäre weniger. Aber wir waren aber auch 5 Stunden unterwegs. Also es war schon... Nein, 46. Ja, egal, irgendwas zwischen 40 und 50 Kilometer an einem Tag. Aber wir haben einen schönen Nachtplatz jetzt hier gefunden. Da vorne ist der Fluss. Jetzt riskiere ich mal einen Blick in die Küche, was es hier heute Abend zu essen gibt. Was macht denn die Dame? Spaghetti Bolognese. Ich habe nämlich langsam auch gewaltig Hunger. Ist auch gleich fertig, wenn das Wasser mal kochen würde. Kurz das Resümee unserer Nudeln heute Abend. Auf mein Drängen hin haben wir im Supermarkt nicht die guten Barilla für 5 Dollar gekauft, sondern Local Nudeln für 1 Dollar. Resultat: schmecken glitschig und schmierig. Man kann sie essen, aber man hat keine Lust auf einen Nachschlag. Er lernt erst, wenn man ihn mit der Keule schlägt. Ich hab's ihm gesagt, wir haben's vorher schon mal gemacht. Ich kenne die Unterschiede bei Motorenöl auch nicht. Allerdings mische ich mich beim Kauf dessen auch nicht ein. Und das fällt meinem Mann in meinem Arbeitsbereich dann sehr schwer. Natürlich sind 5 US-Dollar für 500 Gramm extremst überteuert, aber dann zumindest lecker. Da will man morgens mal rausgehen und sich rasieren. Was passiert? Als allererstes hat man unglaublichen Ausblick. Traumhaft schön. Und dann schwenkt mein Blick nach links. Und was sehe ich da? Ein Osterkörbchen. Und meine Freunde sitzen. Good morning. How are you? Komm raus hier. Er kann nicht immer ohne mich zu befehlen. Ah ja, sonst passiert ja nichts hier. Hello, good morning. Good morning. Das war eben noch nicht da, als ich die Tür aufgemacht habe. Wow, how nice. Wir möchten ja für Yvonnes Schwester, die gerade eine Praxis eröffnet, eine Kinderarztpraxis, wollten wir etwas mitbringen. Jetzt kamen wir darauf, haben wir hier die Kinder vor uns und die versuchen gerade einem Gelderwerb nachzugehen und uns geschnitzte Dinge zu verkaufen. Und jetzt haben wir uns, glaube ich, dazu entschieden, hier diesen schönen Elefanten zu nehmen. Der ist auch so ein bisschen gelackt, ist im Detail sehr schön gemacht, also schon eine gute Handarbeit. 15 Dollar wollten sie haben. Wir haben uns jetzt mal auf 10 geeinigt. Mit Sicherheit wären auch 5 oder 3 gegangen, aber wir sind hier so abgelegen und wenn hier mal ein paar Dollar ankommen, die kann man bestimmt auch mal gut gebrauchen. Deswegen. Wenn man mal in die ernsten Gesichter der Kinder guckt. Genau. Wahnsinn. Ja, ist ja Geschäft. Da guckt man ein bisschen ernst. Business hier. Und nein, wir unterstützen dadurch keine Kinderarbeit, sondern machen seriöse Geschäfte mit ihnen. Und so oft wird das hier in der Ecke nicht vorkommen. Und schaut doch mal wirklich in diese ernsten Gesichter. Während René seiner morgendlichen, naja, nicht jeden morgendlichen Reinlichkeit nachkommt, wird er neugierig beobachtet von den Jungs. Geschäft haben sie jetzt gemacht? Ich mache hier eine Rasierschule. Ah. Der Junge hat gefragt, ob er jetzt frisiert wird. Ready? Oh, wow! Are you sure? Da geht ja gar nichts ab. Müssen wir kürzer machen? You're making up too short, huh? Yes. Otherwise we get trouble with your mom. Im Nachhinein fiel uns auf, dass er bestimmt kahl rasiert werden wollte, da dies die Standardfrisur ist und der Rasierer bestimmt schmerzfreier als ein stumpfes Messer auf der Kopfhaut ist. So, nachdem ich meine Tätigkeit mit meinem mobilen Friseurstudio für heute beendet habe, ich habe keine Anmeldung mehr, kann ich auch mal den Karren anwerfen und wir fahren ein Stückchen weiter, oder? Wir den Schlüssel da so lässig reinkriegen. Muss ja noch warten. Glü, glü. Ich denke, du hast einen Motorvorwärmer angemacht. Ne, der ging ja gleich wieder aus. Der Motor geht auch so an. Hello, ladies. Hello, how are you? How are you? Hello. Hello, hello, hello. Leute.
so herrlich. Ich glaube, sie hat sich rumgesprochen, dass da unten ein Barber im Tal ist. Deswegen kommen die uns alle entgegen. Tja, der ist jetzt aber abgereist. Aber bei den Pistenverhältnissen wundert mich das auch nicht, dass hier nicht allzu oft ein mobiles Barberstudio vorbeikommt. Na, das müsste sich noch weisen, ob das eine Einkommensquelle für uns sein könnte. Wenn ihr uns jedoch unterstützen möchtet, würden wir uns darüber natürlich sehr freuen. Und ihr könnt den Link entweder in der Videobeschreibung sehen oder ihn unserer Bio entnehmen. Vielen Dank dafür und jetzt genießt einfach mal etwas die geniale Aussicht auf dieses wunderbare und abwechslungsreiche Land. Auf der Piste die ganze Zeit immer mal an steileren Hängen solche Betonkanten einbetoniert worden. Ich glaube, das dient dazu, damit das Wasser, wenn es regnet, nicht die ganze Piste immer wegspülen kann, damit das da so eine Art Blockade findet. Und für uns wird ja heute die spannende Schlüsselstelle der Lärm, den die Frau macht. Schlüsselstelle für uns wird, es kommt nachher eine Brücke, die vor einem Jahr ungefähr muss sie bei starken Regenfällen eingestürzt sein. Und ja, wir sind nicht 100% sicher, ob diese Brücke aktuell schon wieder intakt ist. Na, was haben wir denn hier Spannendes entdeckt? Da hinten ist nämlich ein Wasserfall. Da muss ich gleich mal versuchen, mit euch hinzugehen. Statt Wasserfall gibt es diesen wunderschönen Schmetterling in der Natur, denn der Urwald war zu dicht, ein Durchkommen unmöglich. Schon wieder. Hier riecht es halt immer mal wieder nach Auto. Das verunsichert, wenn man das Auto beansprucht. Das Einzige, was hier riecht, das sind die Kuhfladen, die in den Reifen stecken, die du überfahren hast. Na, dann geht's ja gut. Dann ist ja alles gut. Dann können wir auch weiterfahren. Aber lieber vorher abchecken, bevor irgendwie im Nachhinein irgendwas ist. Ich weiß ja gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach nur so schön hier. Ich hoffe, ihr könnt das irgendwie so ein bisschen auch durch die Kamera wahrnehmen, wie das hier in Natura ist. Ich habe immer den Eindruck, wenn ich das filme, dass das gar nicht so wiedergebbar ist. Ich musste eben noch mal kurz über das Wort wiedergebbar nachdenken. Ein neues Wort kreiert, glaube ich. Genau. Vielleicht darstellbar wäre der bessere Begriff. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Da vorne kommt nämlich Freund Schlüsselstelle die Brücke. Aber da wir schon Autos gesehen haben, weiterhin positiv denken, dass die Brücke existiert. Oh, guck mal hier, nagelneu. Wir dürfen noch nicht drüber fahren. Aber hier, flutsch, neue Brücke. Ja, tipptopp. No Bike Splits. So, jetzt müssen wir hier mal verhandeln, ob wir da drüber fahren dürfen. Das wäre jetzt natürlich der absolute Clou, wenn wir jetzt nicht drüber dürfen. Tja, gehe ich jetzt mal hin und werde mal verhandeln, dass wir die Brücke benutzen dürfen. Denn bei uns wäre das ein eindeutiges Zeichen. Kein Durchkommen. Auf dem doch sehr männlich dominierten Kontinent Afrika habe ich den Vorteil, für Verhandlungen meistens meinen Mann vorschicken zu können, der auch viel diplomatischer ist als ich. Doch es bedarf tatsächlich eines längeren Gesprächs, natürlich sofort umlagert von vielen neugierigen
Kindern, bevor die Männer das Verbotsschild zur Seite räumen und ich ihnen in gebührendem Abstand mit dem Fahrzeug folgen darf. Ich bin auch so ein Brückenmanager hier. Da bin ich jetzt auch mal gespannt auf die Geschichte. Ja, nix. Ich bin halt auch nur hin und hab halt gesagt, dass mein Hauner uns gesagt hätte, auf Nachfragen hier mit der lokalen Ortsregierung, dass wir hier die Brücke passieren dürfen. Und das fand der Mann schon sehr beeindruckend. Und hat dann die Brücke geöffnet. Aber es gibt ja auch keinen Grund, sie noch nicht zu öffnen. Sie war ja befahrbar. So, die Brücke haben wir jetzt geschafft und jetzt kriege ich endlich mal was zu essen. Jetzt haben wir uns ja erstmal in der Straße hier niedergelassen und werden jetzt mal ein kleines Frühstück zu uns nehmen. Doch sehr erleichtert, nicht diese ganze sehr anspruchsvolle Strecke wieder zurückfahren zu müssen, können wir es uns zwar nicht romantisch mit Aussicht, aber immerhin im Schatten eines Baumes direkt neben der Piste mit frisch gebackenem Sauerteigbrot schmecken lassen. Und jetzt genießt noch einmal die Aussicht auf diese wunderbaren Eastern Highlands von Simbabwe und dabei wieder die kurze Erinnerung in eigener Sache. Wenn euch die Filme gefallen, dann haut jetzt auf den Abo-Button und aktiviert die Klingel, damit ihr keine Neuigkeit mehr von uns verpasst. Haut sowohl auf den Daumen nach oben, dem Like und hinterlasst uns einen Kommentar, denn beides verhilft unserem Kanal zu wachsen und wir können mit euch in Verbindung bleiben, was uns ja großen Spaß macht. Vielen Dank für eure Unterstützung, das ehrt uns wirklich sehr. Ist mal wieder köstlich. Wir kommen ja jetzt an eine Kreuzung und mein Mann hat von weitem schon gesehen, das ist ja eine Asphaltstraße. Ich habe das positiv, wollte ich das hervorheben. Ah, das hast du aber anders ausgedrückt. Nee. Ich habe nämlich gerade vor einer Viertelstunde zum René gesagt, langsam erleide ich gerade wieder ein System-Overflow. Hier, guck, da kommt Asphalt. Aber der hat ja wohl nichts mit der Asphaltstraße zu tun, oder nicht? Das ist der Overflow. Der hat wahrscheinlich schon ein bisschen was mit Asphalt zu tun, weil wir halt auf Asphalt viel mehr auch mit den Menschen noch in Berührung kommen und natürlich auch langsamer... Auf Asphalt? Nein, auf Piste. Und wir ja doch viel auf Piste unterwegs sind. Und ich freue mich jetzt gerade mal wieder, ein bisschen ruhiger unterwegs zu sein. Ja, hier gleitet man schneller und anonymer quasi durchs Land. So kann, ja, man, glaube ich, auch. So kann man das sehr gut, sagt mein diplomatischer Mann das. Also mal kurz ausatmen. So, jetzt fahren wir mal hier auf eine Farm, die uns von Freunden empfohlen wurde, dass man hier ganz schön stehen kann und dass es hier super leckeren Käsekuchen geben soll. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Willkommen in der Ruhr-Oase Nyamoro Dairy Farm, geführt von unserer wunderbaren Gastgeberin Debbie, die besonders für Overlander einen Platz der Ruhe und Entspannung bietet. Bei passender Fahrzeuggröße auch gerne in ihrem paradiesischen Garten. Willkommen im Paradies! Mit den hauseigenen Hühnern. Jetzt sind wir hier im wunderschönen Garten von Debbie, unserer Gastgeberin auf der Farm, wo wir seit gestern Nachmittag stehen. Leider ohne Strom und deswegen hat René zum ersten Mal seit Monaten gefühlt mal wieder unser extra mitgebrachtes Solarpanel für super duper extra Power.
Weil heute ist es ein bisschen schattig, der Tag heute. Und jetzt scheint zwar gerade mal kurz die Sonne, aber da wir heute relativ viel hier am Computer daddeln und machen, brauchen wir ein bisschen Energie und deswegen habe ich das Ding mal wieder ausgepackt. Und es funktioniert tatsächlich relativ gut. Und er wollte schon mit nach Hause nehmen. Ja, wir benutzen es halt echt ganz, ganz selten und dafür schleifen wir das Ding mit sich rum. Ja, aber es ist ja nicht wirklich schwer und es sitzt wunderschön hinter unserem Sitz, hinter Renés oder hinter dem Fahrersitz. Nicht, dass das so kategorisiert wird bei uns. Liebe Freunde von Laila on Tour, ich habe es gerade geschafft, ein Video hochzuladen. Und dazu laufe ich hier ungefähr eine halbe Stunde durch die Gegend, immer auf der Suche nach dem bestmöglichen Sendeempfang, tanze ich hier überall lang. Aber ich bin zufrieden. Na, immerhin. Also, bis dann. Schönen guten Morgen an einem kalten, dunklen, grauen Tag. Eigentlich wollten wir heute hier bleiben, aber es fangen gerade schon wieder an, die Hummeln zu summen, wie ich gerade merke. René hat gerade das Buch geholt. Nee, ich wollte mich ja nur mal sinnvoll orientieren, was wir als nächstes machen. Er hat heute auch eigentlich noch einige Reparaturen zu erledigen. Und er müsste eigentlich auch mal Tagebuch schreiben. Das wollte er hier auch mal machen. Aber ich merke schon, ich höre es schon summen. Nachdem ich gerade den Plan ausgearbeitet habe für den heutigen Tag, kommt jetzt hier kurzfristig Panik auf, denn wir entdecken gerade kleine Würmer, Maden hier drinnen, welche da oben in unserem Schrank leben müssen. Yvonne ist jetzt gerade mal hier in die Rechercheabteilung gegangen und versucht hier mal die Ist-Situation zu analysieren. Das sind bestimmt irgendwelche blöden Nüsse. Da krabbelt ein Tier, aber das ist eher ein Käferchen, so ein kleiner. Ja, hier so ein kleiner normaler Mini-Krabbelkäfer. Ne, das sieht unbedenklich aus, die Bananen. So, nachdem ich den Herd repariert habe, jetzt macht sie mir auch endlich meine wohlverdienten Pfannkuchen. Jetzt gibt es hier die Pfannkuchen, die leckeren Apfelpfannkuchen. Und wen haben wir da zu Besuch? Den Schokolabrador, 14 Jahre alt, als hätte er es von weitem schon gerochen. Und warum gibt es jetzt die guten Apfelpfannkuchen? Weil ich den Herd so toll repariert habe. Weil du den Herd so toll repariert hast. Und die Pfannkuchen sind auch echt lecker, weil ich voll sie, weil ich sie in der, mit der Maschine aufgeschlagen habe, die Eier. Sehr geil. 5 Minuten später, da sitzt er immer noch. Riesennebelwand. Immerhin sieht man noch die Schemen von den Bäumen. Ein wunderbarer Tag, um im Auto zu sein und sich einfach nur gemütlich zu machen mit Apfelpfannkuchen. Tree Tomatoes. Our lovely host Debbie. She's now on the film. Ich bin gespannt. Achtung. Tree Tomato, aber das ist eine Frucht. Tree Tomato. Wow. Und so schnell ändert sich das Wetter wieder. Jetzt kommt die Sonne raus, der Nebel ist weg. Jetzt gehen wir mal. Der richtige Moment, dass ich mal hier in den Whirlpool gehen kann. Wasser ist schon drin. Nein, Debbie zeigt uns jetzt ein anderes Haus. Da fahren wir jetzt mit dem Auto hin. Nach unseren leckeren Apfelpfannkuchen. Hier wohnt sie. Alleine. Say, what do you have to pay here for 100 feet? To buy it? Yeah. Between 3 and 5. So, wir sind ja hier auf einer ehemaligen Multifarm. Hier auf den ganzen Feldern sind früher Blumen gezüchtet worden, nach dem Bürgerkrieg, der hier geherrscht hat in den 70er Jahren, von Debbie und ihren Eltern. Und hier ist das ganze Kühlhaus gewesen. Die haben jeden Tag Blumen nach Europa geschickt. Ich habe allerdings noch nicht verstanden, welche. Hier hinten dran ist ein Riesengenerator, der die ganze Farm bei Stromausfall beliefert. Und hier hinten dran war das Kühlhaus.
Doch die Fahrt über ihr Land ist noch lange nicht zu Ende und führt uns zu einem weiteren Wohnhaus am Rande ihres Geländes, welches früher ihre Großeltern bewohnt hatten und das sensationellerweise eine weitere Besonderheit des Landes im Garten beheimatet. Es gibt nämlich eine Art Steinkreise hier in dieser Region, dessen Ursprung und Sinnhaftigkeit immer noch nicht zu 100% geklärt sind. Dienten sie als eine Art Schutzunterschlupf für Frauen und Kinder bei kriegerischen Handlungen? Oder gegebenenfalls nur als Kral für die Tiere. Vielleicht wisst ihr ja mehr und könnt es in den Kommentaren dann aufklären, während wir noch weiter über das Land strolchen und René sich als Cowboy betätigen muss. Da rennt er von dann, mein unterzuckerter Mann. So, jetzt bekämpft er gerade seine Unterzuckerung. Wir sind gerade eingeladen worden zum Dinner. Da ist er. Mhm. So. Heute gibt es Sazza. Das hat Debbie für uns gemacht, damit wir etwas local essen können. Das ist eine, it's in Germany, it's wie Grießbrei. Yeah, because there was like lime mines and so, like there was landmines on this road where you drive down to the dairy, you know. Heute nach 3 Tagen auf Debbies Farm haben wir jetzt mal beschlossen, dass wir hier mal weiter müssen. Ansonsten bleiben hier wahrscheinlich noch länger hängen. Das ist hier nämlich relativ entspannt und deswegen müssen wir jetzt mal ein bisschen unseren Kram hier zusammenpacken. Voll motiviert. Gleichzeitig eine Schönheitsfarm. Voll motiviert geht er jetzt. Wir versuchen jetzt mal zu duschen. Nehmen wir euch mal mit. Good morning, Debbie! So. Hier ist das Bad. Und jetzt müssen wir hier aus diesen Hähnen eine Mixtur aus kalt und warmem Wasser machen. Mischen. Für was eine Kaffeekanne doch alles gut ist. Hier tanken wir jetzt leckeres Borehole Water. Was ja nicht einfach nur, das kann ja nur gut sein auf 2000 Meter. Wenn wir mal die Melkerei uns anschauen. Und hier werden sie gemolken. And the milk goes where? Jetzt gucken wir mal. Excuse my baby, it's a very old one. So, this Aha. used to be where we made all the lacto. The milk comes in here, into cans. Da ist leider keine Milch drin. Okay. That's the package there by hand. Das ist quasi ein old-fashioned Kühlschrank. Da ist einfach kaltes Wasser mit drin. Ihr Vater hat das auch immer so genutzt. Und sie nutzt das auch noch, weil es gibt ja oftmals keine Elektrizität. Ja, aber hier ist ein Kühlaggregator. Und da ist noch ein Kühlaggregator mit Generator. Mit frischem, gutem Quellwasser und der weltbesten Melktat made by Debbie versorgt, heißt es Abschied nehmen von dieser Oase der Ruhe und Schönheit für uns. Wir danken Debbie für diese wunderbaren Tage, vollgestopft mit den abenteuerlichen Geschichten ihrer Familie und wünschen ihr in den für sie immer noch sehr unruhigen Tagen aufgrund der weiterhin politischen instabilen Lage im Land einfach nur das Allerbeste und werden hoffentlich eines Tages wiederkehren. So wie auch ihr, wenn es nächsten Sonntag weitergeht in diesem außergewöhnlichen Land. Wir danken euch auch heute wieder für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Und wenn ihr auch solche Träume habt wie wir, dann fangt noch heute an, sie in Angriff zu nehmen. Denn es rentiert sich. Und bis dahin, bleibt gesund und wir sagen Tschüss und Bye-bye. Bis nächsten Sonntag.